Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Aua! Und, magst du es so hart? Nee, das war zu hart. Komm. Das war jetzt wirklich... Au! Au! Und voll hinten drauf. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns auch folgen auf Spotify oder aber bei iTunes einfach mal gucken, was unsere neueste Folge so bringt. Oder ihr schreibt uns eine Mail unter ladylike.show. Und das hat jetzt auch wieder jemand getan und gesagt, Mädels, redet doch mal über Pofersohlen. Ja, gab es schon mehrfach den Wunsch. Also eigentlich muss man sagen, auf vielfachen Wunsch hin sprechen wir heute über das Versohlen des Popos beim Sex. So, und wir müssen natürlich auch anfangen, weil alle interessiert das als allererstes, Nicole. Hm? Wie oft wurde dein Po schon versohlt? Und ich meine nicht in der Kindheit. Ach so. Oh, schade. Ich bin ja ein 70er-Jahre-Kind, ne? Da war das ja. Naja, nein. Nie. Ich bin absolut jungfräulich, was das angeht. Was? Dir hat noch niemals jemand auf den Arsch gehauen? Nee. Was? Nee, also mir hat mal einmal ein Junge irgendwie so... Das war ganz merkwürdig, ne? Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll, aber es war vielleicht, ging es in die Richtung. Also den habe ich im Urlaub kennengelernt und da sind wir in so eine kleine Strandkabana gegangen. Weißt du, so ein Einraumding, in dem gab es ein... Was für ein Einraumding? Na, so eine kleine Bude. Von außen sah es aus wie eine Umkleidekabine oder was. Aha. Aber davon gab es mehrere und die Jungs, die da am Strand unterwegs waren, na, die kannten sich damit aus und die teilten sich, glaube ich, diese Buden mit irgendwelchen... anderen und um Mädchen mit hinzubringen. Warum guckst du mich so an? Weil die bestimmt so eine Bretterbude da aufgebaut haben und gesagt haben, ja, das ist hier so eine Kabane, weißt du? Ja, das, so das war, nein. Da drinnen war tatsächlich Licht und ein Kühlschrank und ein Bett. Also das Wichtigste. Mein Gott, ich war jung und der war sehr süß. Der hieß Cesar. Cesar? Ja, genau. Cesar. Aha. So hieß er. Sah ganz hübsch aus. Und mit dem bin ich in diesen Verschlag da gegangen. So, wir haben vorher schon am Strand geknutscht. Der war ganz, ganz, ganz nett. Dann hat er gesagt, guck mal, ich habe hier so eine kleine Kabana. Ist da rein. Und der hat dann so währenddessen auch schon beim Knutschen immer so auf meine Oberarme gehauen. Und auch so ein bisschen auf die Oberschenkel. Ist immer so klatsch, klatsch, klatsch. Und da habe ich gedacht, will er mir was sagen? Und klopft so an, klopf, klopf. Wer haut denn auf die Oberschenkel und auf die Oberarme immer vor allen Dingen? Weißt du? Ich war so über ihm und er hat immer auf meine Oberarme gehauen. Hä? Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also da habe ich kurz gedacht, Gott, vielleicht hat er sie auch nicht mehr alle. Das erinnert mich an alte Louis de Funès-Filme. Warum das denn? Vielleicht wollte er abklopfen, ob du eine Außerirdische bist. Ja, vielleicht auch das. Oder er wollte mir was sagen und ich habe ihn nicht zu Wort kommen lassen. Weißt du, vielleicht habe ich ihn geküsst und er so... Au, du hast mir was abgeklemmt. Ich weiß es nicht, aber ich weiß noch, das kam mir irgendwie merkwürdig vor, aber ihn hat es doll in Rage gebracht. Dir auf den Oberarm zu hauen. Ja, und mir auf die Oberschenkel zu hauen. Was weiß ich, keine Ahnung. Oder ist das total hot gemacht. Ist das so ein heterosexuellen Ding wieder? Nein. Hört sich aber so an. Mm-mm-mm. Oh Gott, was ihr da alles treibt. Wieso? Oh, komm, hau mir mal auf den Oberarm. Na und, wer hat schon deinen Hintern versohlt? Zu Recht. Einige Frauen. Tatsächlich? Ja. Ich hatte auch sogar mal so einen richtigen Handabdruck auf dem Arsch. Nein! Ja, da war es ein bisschen zu doll. Die hat voll zugeschlagen? Ja, richtig Bautz und dann war die ganze Hand auf meinem Arsch. Aha. Und ich finde es ehrlich gesagt unterstützend, was die Lust angeht. So kleine Schläge. Ja, aber wirklich nur kleine Schläge. Ne? Und nur auf den Hintern oder ist es dir eigentlich egal, wohin? Nee, nur auf dem Hintern. Ich bin nicht so krass mit Oberarmen, traue ich mich noch nicht, weißt du? Ja, Mann, vielleicht hat er sich auch nicht richtig getraut. Vielleicht wollte er auch so richtig zuschlagen, aber es war ihm dann doch too much. Nee, ich finde, der Po ist genau die richtige Region dafür. So mal zack, einen kleinen Klaps. Oder ich mag das ja auch, wenn man den Po so fest anfasst, weißt du, so richtig sich reinkrallt. Ah. Ja, und dann die so ranzieht. Das mag ich gern. Das finde ich aber auch schön. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ach, das mache ich auch selber sehr gern. Also ich halte mich total gerne an Männerpos fest. Mhm. Das finde ich ganz schön. Und stehst du mehr so auf? Und dann kann man die ja auch bewegen. Also weißt du, wie man sie so bewegen will. Mit der Geschwindigkeit und der Intensität. Aha. Das heißt, du bist der Regisseur dann auch im Bett. Und bewegst wenn so hin, wenn ich einen muss. Po zum Anfassen bekomme, dann ja. Aha. Ne, weil dann kann man es eben kontrollieren. Aber da habe ich jetzt noch nicht drauf rumgeschlagen. Aber magst du denn so flache Männerpos oder eher so... Ich mag schon richtige Hintern. Gerne. So wie, also Jennifer was Lopez. Zum Anfassen. So ein Jennifer Lopez-Po beim Mann. Na, das ist ja komisch. Ein richtiger Männerhintern. Nicht so ein flaches Ding, der in der Hose so verloren geht. Das finde ich nicht gut.
Du weißt, ich mag Männer, wo ein bisschen was dran ist. Also ja. Da kann ruhig auch ein Hinterteil dran sein. Okay. Männerhintern können ja wahnsinnig schön sein. Ja, klar. Doch, wirklich. Ja. Wenn die nicht so krass behaart sind, dann sind die ganz, ganz hübsch. Und häufig haben Männer ja viel mehr Muskeln im Po als Frauen. Und das keine heißt, Zellulite. Und keine Zellulite. Das heißt, sie haben so richtig schöne, dicke, geile Hinterteile. Ich wollte mich jetzt nicht reinsteigern, aber das kann schon sehr gut aussehen bei einem Mann. Doch. Mhm. Du bist Profi-Fetischistin. Häufig sind Männer hintenrum sehr hübsch. Aber wann hast du dann Gelegenheit, den Mann von hinten anzugucken, nackt beim Sex? Was machst du hinter ihm? Nein, aber er steht doch mal irgendwann auf und geht aufs Klo. Oder so. Und ich finde auch, mein Mann sehe ich ja nun relativ häufig nackt von hinten, ja. Wenn er versucht, vor mir zu flüchten. Mhm. Und das finde ich immer noch schön. Der hat ein gutes Hinterteil. Für einen Mann in dem Alter, wow. Und ist der behaart oder nicht behaart? Der ist nicht behaart. Mhm. Musstest du jetzt aber eine Weile überlegen. Naja, wer läuft noch bei dir irgendwo, rum im Schlafzimmer? Nein, natürlich hat er Haare an den Oberschenkeln und irgendwann setzen die dann auch ein. Aber das Hinterteil an und für sich ist nicht behaart. Und, so, und sehr, sehr knackig. Und so ein bepelzter Po, magst du den? Beim Mann, wenn da gar nichts mehr zu sehen ist? Hatte ich auch schon mal. Also am Rücken finde ich Haare ja super sexy. Und auf der Brust und so und an den Armen, das finde ich echt gut. Aber auf dem Po muss nicht unbedingt sein. Ist aber auch nicht schlimm, Ben. Auf dem Rücken? Ja. Mm, das finde ich gut. Oh Gott. Das finde ich richtig, das ist richtig männlich. Oh. Ja? Mm. Das ist doch irgendwie auch animalisch, findest du nicht? Ja, tatsächlich würde ich denken, ist das ein Affe oder ein Mann? Nein. Naja, aber es ist schon so komplett behaart auf dem Rücken. Das finde ich total gut. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit einem Mann geschlafen habe, der ganz doll behaart war. Boah, das war aufregend. Erst habe ich mich ganz doll erschreckt, weil ich bin so, ich habe nicht damit gerechnet, ne? Und habe so unter sein Hemd gefasst und mir mit den Händen den Rücken hochgefahren und bin so quasi in den Haaren stecken geblieben. Dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Aber dann fand ich es also auch ein bisschen gut. Also ich finde es wirklich wahnsinnig schön, dass du das so erregend für dich findest und da auch nicht wegläufst, weil für mich, das wäre das Allerschlimmste, was ich mir nur vorstellen kann. Ja, aber es liegt vielleicht auch daran, dass du auf Frauen stehst, weil Frauen sind ja in der Regel nicht so behaart. Also ich kenne jetzt nicht viele Frauen, die den ganzen Rücken voller Haare haben. Nee, habe ich zum Glück auch noch nie kennengelernt. Ne? So Affenweibchen vielleicht. Ja. Aber da stehst du ja auch nicht drauf, ne? Nein. Mit Sicherheit nicht. Siehste? Und deshalb magst du das wahrscheinlich auch nicht. Deswegen magst du alles glatt, weil du Frauenkörper magst. Ja. Und ich mag Männerkörper, die können ruhig Haare haben. Und ich mag auch Frauenpopos, die richtig schön so Frauenpopos so sind. So fette Hinterteile. Naja, Mensch, jetzt hör mal auf mit Fett. Nein, nicht Fett, aber schon so ein Po halt. Das mag ich gern. Ja. Und da schlägst du auch gerne drauf oder kriegst du das nur gerne? Nur, wenn sie das will. Aber ich muss sagen, mir fällt es sehr schwer zuzuschlagen. Ja? Ich werde, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich lieber. Würdest du auch generell gerne mal so Domina-Ding ausprobieren, dass sich jemand doll versohlt? Also nicht nur so Klatsch auf den Hintern, sondern so richtig mit einem... Mit einer Peitsche? Ja. Oder irgendeinem Prügel? Ja, vielleicht mit einem Baseballschläger, das könnte ich mir ganz amüsant vorstellen. Nein, du weißt schon, was ich meine. Das ist ein bisschen mehr zieht als mit der Hand. Ich weiß es nicht so richtig. Manchmal denke ich an so einen Brennnesselstrauch. Ach, ehrlich? Und dann würde, so eine, gar nicht dann würde so eine Frau mit so einer Maske über dem Kopf, würde dir so richtig den Arsch versohlen. Stell dir mal vor, dann brennt das noch so nach. Weil, kennst du das Gefühl, noch als Kind in Brennnesseln gefasst zu haben? Ja, klar. Und das ist ja so, es piekt überall. Aber irgendwie hat es auch was, weil man kriegt so Gänsehaut und einem wird so heiß und kalt gleichzeitig. Und jetzt stell dir vor, zack, mit der Brennnessel auf den Po. Gott, würde ich das gerne sehen, wie so eine Alte dir voll den Hintern versohlt. Und du so, es brennt nach. Wieso muss denn das jetzt gleich eine Alte sein? Ja, irgend so eine Domina-Frau halt. Ja, und die können ja wohl auch ultra hot sein. Ja, natürlich können die ultra hot sein. In meiner Vorstellung war es so eine 70-Jährige mit so ganz wenigen Zähnen im Mund und so einer, Peitsche aus Brennnesseln, die dir so richtig den Arsch blutig haut. Und wie weit könnte das gehen? Also ist das so ein bisschen Aua oder ist es auch schön, wenn es richtig doll wehtut? Ich weiß es doch nicht, ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich weiß es nicht. Ich sage nur, ich bin offen für einen Klaps, offen für ein bisschen Peitschen vielleicht, aber ich weiß nicht, wo meine Schmerzgrenze liegt. Und du würdest schon gerne auch mal zuschlagen, aber du traust dich nicht. Ich traue mich gar nicht zuzuschlagen. Und wenn aber eine Frau sagen würde, schlag mich. Ich weiß nicht, ich habe da so eine Hemmschwelle irgendwie zuzuschlagen. Wenn sie sagen, ja, schlag mich los, aber ich kann wirklich maximal auf den Po hauen, mehr kann ich nicht machen. Und dann würde ich es auch eher so machen. Ja. Einmal kurz so. Flatsch und fertig. Wie bei einem Pferd.
Oh Mann! Ja, ich versuche das nur einzuordnen. Ja, so ein bisschen halt so draufhauen, so wie man jemandem gut zuredet. Oh, komm schon, so auf dem Rücken so ein bisschen, so oh, mal so ein Klaps, Bautz. Das kann ich mir vorstellen, aber mehr weiß ich nicht. Also eine Freundin von mir hat ja mal einen ins Gesicht bekommen. Eine Freundin von dir? Ja, genau. Ja, ich bestimmt nicht. Natürlich nicht. Nein, oh Gott, da hätte ich mich zu Tode erschreckt. Da hätte ich ja sofort gedacht, ich bin vom Dorf, ey. Ich denke dann sofort, das ist eine Schlägerei hier. Ja, oder was? Ich muss dann aber auch sagen, auch das habe ich mir eine Zeit lang mal vorgestellt, wie das so wäre. Dass dir jemand eine reinhaut? Ja, ich stehe echt drauf, wenn ich dominiert werde. Ich glaube, das stelle ich mir gut vor. Aber in mir schlummert natürlich auch die Seite der Domina. Aber ohne Schlagen. Hä, was ist das für eine Domina ohne Schlagen? Was macht die denn dann? Die sagt, wo es lang geht im Bett. Ja, mach mal das, mach mal das, mach mal dies. Aber eine Domina muss auch schlagen. Und auch Gewalt anwenden. Das ist ja keine richtige Domina. Ja, und bei der Gewalt glaube ich nämlich, guck mal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, lasse ich ja immer bohren ohne Betäubung. Warum? Weil ich das nicht so mag, wenn das Gesicht dann noch eine halbe Stunde so lahm ist. Aha. Und eigentlich, ich meine, wie doll soll es dann wehtun? Furchtbar. Lass mir nicht mal nachgucken ohne Betäubung, weil mir schon dieses Metall an den Zähnen wehtut. Nee, ich habe jetzt schon dreimal nacheinander ohne Betäubung bohren lassen. Oh. Und das dann ja wirklich so, und dann merkst du so, okay, noch kann ich. Aber da habe ich auch gemerkt, ich habe schon echt ein sehr, sehr großes Schmerzpotenzial. Also ich wirklich sage, es geht jetzt gar nicht mehr, muss schon einiges passieren. Ja. Dich könnte man auch auf so Räder drauf spannen und dir so heißes Wachs überall hingießen und so. Und du würdest wahrscheinlich immer sagen, yeah. Heißes Wachs finde ich auch gut. Aha. Auf jeden Fall, da wäre ich auch noch dabei. Dann wird es ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, wie es dann ist mit so Rasierklingen, weißt du? Oh Gott, dass man das benutzt, das weiß ich nicht, ob ich dazu bereit wäre. Aber es gibt ja auch eine Schweinerei im Bett, ne? Ich finde das schon mit dem Wachs, das muss ja rausbügeln. Ja, das kannst du doch auf dem Boden auch machen. Hä? Dann liegst du da auf dem kalten Boden so nackend und jemand beträufelt dich mit heißem Wachs. Ja, also heißer Wachs ist super. Das kann ich nur empfehlen, das kann man wunderbar mal ausprobieren. Hast du es schon mal gemacht? Ja. Kann man das mit jeder Kerze machen? Es gibt ja auch so extra so Sexwachs, habe ich mal gesehen, zufällig. Nein, ich habe ganz normale weiße Haushaltskerzen genommen. Und das ging wunderbar. Es war richtig zah, zah, zah. Und es gibt keine zu schlimmen Verbrennungen. Nein, gar nicht. Das man will ja auch wunderbar. Nicht sehen, irgendwie nachher, ne, dass ich hier montags zur Arbeit komme und überall so kleine Brandblasen habe. Nein, und das war alles, was ich getan habe. nö. Okay, also normales Wachs. Und das findest du immer noch gut? Ja, das finde ich sehr gut. Und würdest du das auch jemandem zufügen? Weil das kannst du dich ja vielleicht trauen. Ja, das ist nicht so schlimm. Weil das ist ja nicht so dieses Offensichtliche, dass ich handgreiflich werden muss, sondern es hat ja was Erotisches, wenn der Kerzenwachs so langsam runterläuft und dann auf den Körper und über die Brust und dann wird man ganz aufgeregt. Aber ich empfehle nicht dann, wenn der Kerzenwachs auf der Brustwarze ist, dann mit dem Mund an die Brustwarze zu gehen. Denn Kerzenwachs schmeckt nicht. Ah, okay. Gut zu wissen. Ganz und gar nicht. Erst abpulen und dann kann man wieder ran an die Brustwarze. Und was auch ganz, ganz toll ist, ist ein Eiswürfel an der Mumu. Was? Wenn du am höchsten Erregungspunkt bist und dann musst du da einen Eiswürfel drauflegen auf den Kitzler. Das ist ein Gefühl. Ja? Das ist ein ultra geiles Gefühl. Und dann weißt du in dem Moment gar nicht, erfriere ich jetzt oder verbrenne ich? Weil das ja so, ne? Du kennst und du hörst es dann nicht so auf? Also das Gefühl, wenn man so auf dem Höhepunkt der Erregung, habe ich nur einen Gedanken und der heißt, komm? Ja. Ja. Aber dann ist es dein Kitzler pulsiert dann noch mehr. Aha. Der ist wie ein großer, gigantischer Bum, 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 Bum. Ah, das ist ja interessant. Das wobei, musst wenn ich du das praktisch ausprobieren. Wenn ich mir überlege, dann tun wir es da oben im Schlafzimmer und dann sage ich, oh, jetzt holst du einen Eiswürfel und dann geht der Mann auf und geht die Treppe runter und sucht im Eisfach rum, kreuz, kreuz, kreuz. Wir haben ja nie Eiswürfel da, weil wir das immer in diesem Beutelchen machen, bis der mal so einen Eiswürfel gefunden hat. Und dann latscht er wieder nach oben, da habe ich schon keine Lust. Du, wenn man nicht gleich mit Eiswürfel will, ist auch geil, wenn er ein kaltes Bier trinkt oder einen kalten Sekt trinkt. Und es auf mir abstellt. Nein, er lässt es im Mund. Die kalte Flüssigkeit und dann geht er an deinen Kitzler. Ah, okay. Ganz toll. Und da kannst du ja den Mund so verschließen, dass es wirklich nur da dran ist die kalte Flüssigkeit. Das ist ganz schön. Ah, das klingt interessant. Und das hat was, also gerade mit Sekt ist das total erotisch. Ja, Sekt trinkt er nicht. Aber Bier im Mund ist für mich auch völlig okay. Ich hatte nur kurz Angst, du sagst, er soll eine Bierdose auf meinem Kitzler abstellen. Nein, das wollte ich nicht. Wird er da stehen? Ja. Hast du so einen gigantischen... Mein Teleskop-Kitzler. Ist es so? Ja. Oh, ja. Es gibt auch Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Dann machen wir das nächste Jahr den Oktoberfest-Anstich mit dem Fass auf Nicoles Kitzler. Unzapft ist! Das klingt allerdings sehr schön, Nicole.
Aber jetzt nochmal zurück zu, darf ich nochmal von meiner Freundin erzählen, die meine Freundin ist und nicht ich? Ja. Der hat einen Junge ins Gesicht geschlagen, weil er dachte, dass sie das gut findet. Und? Fand sie hatte gut? ihm vorher so falsche Signale nämlich gesendet. Also die hatten sich schon so über so Fesselspielchen drüber weggemacht und hatten das in allen möglichen Varianten ausprobiert. So einmal normal fesseln, dann ans Bett fesseln und tatsächlich irgendwie auch nicht mehr wegkommen, auch mit Handschellen und so und mit Fuß an Bettpfosten. All diese Dinge hatten sie ausprobiert und auch schon knebeln. Was? Und solche, weißt du, so den Mund zuknebeln? Den Mund zuknebeln? Also ja, dass sie nichts mehr sagen können. Mhm. Aber knebeln bedeutet, dass du ein Taschentuch im Mund hast, ja, und darüber wird es dann also verbunden. Also Mund zugebunden, okay, so, dass sie nicht mehr reden kann. Dass sie sich quasi nicht mehr artikulieren nur konnte. So, oh. Genau so. Und er auch. Also das hatten sie immer so gegenseitig gemacht. Und irgendwie hat er darüber den Eindruck gewonnen, dass sie totalen Bock auf sowas hat. Also auf solche Schlagespielchen. Aber das hat sie ja gar nicht gemeint. Sie mochte halt fesseln, weil sie so dieses Gefühl gerne mochte des Ausgeliefertseins. Ja. Und das fand sie bis dahin toll. Mhm. Und dann hat er halt zugelangt und es kam so aus dem Nichts, dass sie völlig geschockt war. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und auch gar nicht einsortieren konnte, was das war. Und er hat es aber gleich gemerkt, als sie ihn so angeguckt hat, gleich gesagt, oh, es tut mir leid, ich dachte, wir wären so weit. So. Und sie so, was heißt hier so weit? Ich will das gar nicht. Nicht jetzt und nicht später. Was tust du da? Ja, und dann war es so ein bisschen zerstört. Und da sage ich wieder, ja, immer reden im Bett. Ne? Mhm. Also wirklich sagen, ey, schlag mich. Ja, ins genau. Sie, ich habe auch gesagt, hast du irgendwas gesagt wie, tu mir weh, schlag mich, mach irgendwas? Und sie so, nein, gar nichts. Es waren einfach nur so Fesselspiele. Meine Güte. Aber für ihn gehörte das halt in den Kosmos, weißt du? Mhm. Da kann man sich auch schon mal vertun. Aber dann auch direkt mit dem Gesicht anzufangen. Schon einfach erstmal wirklich auf den Hintern oder auf den sicheren Oberarm. Ja. Ne? Also, wenn ihr nicht wisst, ob jemand auf Schlag schlagt, auf den Oberarm. Aber ey, warum denn nicht? Ich meine, wenn du dich an jemanden festhältst und der haut dir erstmal auf den Arm, wo du merkst, aha, jetzt geht's um was anderes, dann kann man immer noch das Thema aufmachen und darüber reden. Aber einmal ins Gesicht gelangt, ist schon eine Nummer zu viel. Und wieso kann man nicht sagen, ich würde dich gern schlagen? Möchtest du das? Was ist denn daran zu viel? Also, wenn wir uns in so einer. Das ist so ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt, da sollte man kurze Absprachen treffen. Ja, man kann sich aber auch mit Gesten rantasten, wenn einem das zu viel ist. Wenn er sagt, ich möchte dich gern schlagen, möchtest du das, dann hat man sich schon ganz schön weit rausgewagt. Und wenn sie dann sagt, nö, ist es vielleicht auch vorbei. Ja, da ist es immer gut, einfach drauf zu dreschen. Ey, was? Nein, für aber Zack ich sag und so Bounce und Puff und jawoll! Ich sag ja nur, dann vielleicht so ein bisschen Oberarm, Popo, Oberschenkel, erstmal gucken, wie es ankommt. Und wenn sie dann sagt, yeah, dann kann man ja mal sich vortasten, ne? Hattest oder du, sie sagt dann, schlag mir ins Gesicht. Hattest du schon mal blaue Flecken eigentlich nach dem Sex? Oh ja. Ja, da muss man sich vortasten langsam. Ja, ja. Wovon sind denn die blauen Flecken gekommen? Naja, vom wilden Sex. Das hat doch jeder Mensch schon mal gehabt. Das heißt, du magst es schon gerne, wenn du Sex hast und dann wirst du gegen Schränke gedrückt. Mhm. Übers Linoleum gevögelt, absolut, sodass hinten der Abrieb ohne Ende stattfindet. Ja, das genau. Findest du gut? Ja, das finde ich total gut. Ja, aber dann. Also ich finde es schon gut, wenn es doll zur Sache geht. Aber ich möchte halt nicht gehauen werden. Wobei ich mir vorstelle, ich könnte mir schon vorstellen, wenn jemand das unbedingt mag, würde ich vielleicht mal so ein bisschen, weißt du? Du würdest zuschlagen? Ja. Du kannst dir vorstellen. Naja, also. Ich mag es schon gerne, wenn etwas passiert im Bett. Wenn es ein bisschen grober ist. So, und ich finde es auch, genau, und es ist auch so, ich fasse einen Mann ja auch gerne an und bin nicht so zart dann dabei vielleicht. Sondern du packst schon zu. Ja, genau. Und wenn dann derjenige sagen würde, schlag mich, drischst du dann sofort los? Dann hau ich ihm mit der Faust eine auf die 12. Nein, dann will ich schon auf den schönen Männerhintern hauen. Ne? So klatsch, flatsch. Und auch ordentlich dann? Ja, ich würde auch versuchen, mich ranzutasten. Hast ich will ja nicht, dass der denkt, ich bin ein Handwerker. Weißt du, so, ja. Nennt man das so, Handwerker? Berserker. Hast du dich schon mal geschlagen? Früher, in der Schule, auf dem Schulhof. Also, kannst du das? Ja. Du schlägst du dich ja manchmal mit deinem Mann, also so Gebalge, dass man sich so ein bisschen... Haben wir auch schon oft gemacht, ja. Das ist interessant. Es ist interessant. Ist ein Training, ne? Ist ein totales Training. Also ich hatte auch, als wir, glaube ich, 4 oder 5 Jahre zusammen waren, hatten wir so eine volle Phase, wenn wir abends im Bett gelegen haben, haben wir uns erstmal gekloppt.
Also wirklich so eine Runde. Es fängt dann so an, ja, einer piekst da, der andere piekst da und dann wird es immer brutaler. Ja, richtig. Und dann ging es immer so, der Wettbewerb war, wer als Erster aus dem Bett fliegt. Oh Gott. Und dann hin, her, her, hin und dann habe ich sie so aus dem Bett gekickt, dass sie komplett am Schrank lang gerattet und einen riesen Cut am Bein hatte. Nein. Doch. Das hat mir ganz, ganz doll leid. Scheiße. Aber das war unglücklich gefallen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch des Öfteren aus dem Bett gefallen. Oh, das ist ja furchtbar. Ey. Was haben die im Krankenhaus gedacht? Häusliche Gewalt, wa? Haben schon die Polizei gerufen. Nee. Also das Schlimmste war Weihnachten. Da haben wir uns auch wieder, das war bei meiner Mutter, haben wir uns wieder das Kloppen morgens gekriegt. Und da hat sie mir voll ihren Finger ins Auge gestochen. Oh. Und dann mussten wir in die Notaufnahme warten, bis eine Augenärztin dort ankam. Ach du Scheiße. Dann hat die da reingeschaut in meinen Augen und hat gesagt, na, da können Sie mal Ihrer Freundin gratulieren. Sie hat voll den Glaskörper getroffen, da ist ein richtiger Schlatz drauf. Oh Gott. Und dann musste ich zu Weihnachten rumlaufen wie ein Pirat und mir 5-mal am Tag eine Antibiotikumsalbe ins Auge spritzen. Weißt du, wie das wehgetan hat? Ja. Das hat so wehgetan. Und sie war so, meine Freundin, das tut mir so leid, das wollte ich wirklich nicht. Und meine Mutter hat dann gesagt, wirklich, erzählt ihr beide keinem, dass ihr erwachsene Leute seid. Es ist wie mit kleinen Kindern. Das ist echt schlimm. Das Gott, war wie wirklich kann man sich so verprügeln? Also wir haben auch immer so Rangeleien irgendwie miteinander, das ist ganz lustig. Mein Mann, der ist so, der versteht das dann immer nicht, ne? Der ringt mich dann immer voll zu Boden. Dann sag ich so, meine Güte, der Gag ist doch, dass wir uns so ein bisschen prügeln. Du musst mir eine Chance lassen. Ich weiß, dass du mich sofort zu Boden ringen kannst. Also, ja, kann ich nichts dafür. Ringt so aus mir raus. So, ne, aber wir machen das natürlich schon auch. Solche und Sachen. Du hast aber trotzdem im Bett, wie gesagt, schon anfassen, ordentlich, zu lang, aber ich habe mir jetzt noch keine reingehauen, obwohl ich schon oft darüber nachgedacht habe, mir meine reinzuhauen. Aber nicht im Zusammenhang mit Sex. Deshalb nö. Mhm. Auch bei dir habe ich schon oft darüber nachgedacht. Mir eine reinzuhauen? Ja, also wenn du willst, ich kann dir eine reinhauen. Ich könnte dir ständig eine reinhauen. Mit der Faust oder mit der flachen Hand? Wie du willst. Okay, ich zieh schon mal die Hosen runter. Okay, mach das schon mal. Du ziehst die Hose runter und alle anderen können die Hose oben lassen und uns bei Instagram suchen. Da könnt ihr uns nämlich ab sofort folgen, wenn ihr Lust habt. Und da diskutieren wir unsere Themen auch nach der Sendung nochmal. Nun, was ist denn jetzt? Komm, schlag mich! Das war Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.